Stadtwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Die Partie endete mit 3:0 vor über 27.000 Zuschauern am Freitagabend. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des Rudolf-Habig-Stadions sowie die beiden Cheftrainer hier von neben mir, Uwe Koschinat vom SV Sandhausen und unseren Cheftrainer Mike Walpurgis. Das erste Wort gehört dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach der 1:3 Auswärtsniederlage hier in Dresden aus? Ja, schönen guten Abend und logischerweise erstmal Glückwunsch und Kompliment an Dynamo Dresden. Ja, das war das Ende einer für uns sehr, sehr anstrengenden, sehr, sehr strapaziösen Woche. Und ich glaube, am Ende können wir nicht wegdiskutieren, dass wir das in einigen Situationen und logischerweise auch in der Endphase gemerkt haben. Wir wussten um die enorme Geschwindigkeit, um die Konterstärke, um die gute Organisation gegen den Ball von Dynamo Dresden. Allerdings haben wir in der Anfangsphase einige Abstimmungsprobleme gehabt, vor allen Dingen dann, wenn Dresden mit langen Bällen hinter unserer Abwehr gespielt hat. So ist dann am Ende auch das 1:0 gefallen. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft in der Folge ein Kompliment machen. Ich glaube, wir haben dann sehr initiativ gespielt. Wir haben auch geduldig von hinten heraus den Ball laufen lassen. So wie das 1:1 gefallen ist, hatte das schon eine sehr, sehr hohe Qualität, da wirklich die Ruhe im Strafraum zu behalten, bis die richtige Lösung gegeben ist, das hat schon eine gewisse Klasse. Insofern glaube ich, sind wir in der Phase auch nicht unverdient zum Ausgleich gekommen. Und dann tut es natürlich umso mehr weh, wenn du postwendend wieder in Rückstand gerätst. In der zweiten Halbzeit habe ich das Spiel so gesehen, dass wir es schon geschafft haben, so die Kontergeschwindigkeit von Dynamo Dresden erstmal aus dem Spiel zu nehmen. Allerdings hat uns so die endgültige Durchschlagskraft, so die letzte Qualität, jemanden im Strafraum freizuspielen, sich durchzusetzen, tatsächlich dann auch mit aller Überzeugung den Ausgleich zu machen, die hat uns gefehlt. Und wie es dann oftmals gegen so gut organisierte Mannschaften ist, sind wir dann durch das 1:3 natürlich endgültig auf die Verliererstraße gekommen. Und bei allem Bemühen, was wir dann in der Endphase mit Sicherheit auch noch auf den Platz gebracht haben, muss man dann so ehrlich sagen, dass wir, glaube ich, auch dann gespürt haben, heute am Ende dieser englischen Woche für uns mit diesen Negativerlebnissen, war es nicht mehr möglich, das Spiel noch endgültig zu drehen, weil dafür Dynamo in der letzten Linie einfach zu stark verteidigt und einfach auch eine zu große Sicherheit, eine zu große Robustheit ausstrahlt. Deswegen am Ende eine, so wie das Spiel gelaufen ist, verdiente Niederlage für uns natürlich sehr, sehr bitter. Vielen Dank. Herr Koschinat, vielen Dank für Ihre Analyse. Mike, wie fällt dein Fazit nach dem 3:1 Heimsieg gegen Sandhausen aus? Ja, schönen guten Abend zusammen. Als erstes mal vielen Dank an Uwe. Ich denke, er hat das schon viel und auch gut analysiert. Für uns war es heute natürlich enorm wichtig, heute hier zu gewinnen. Wir haben uns eine Menge vorgenommen vor der Partie. Ich denke, das hat man auch gesehen, dass die Mannschaft mit ganz viel Dynamik, so wie wir das besprochen hatten, in die Partie geht. Und wir dann auch ein sehr schönes Tor schießen, gerade über die Kette von Marco Hartmann auf Moussa Kone. Wir schließen dann sehr gut ab. So hatten wir auch kurz vor der Pause nochmal eine zweite Möglichkeit. Da spielt Dario Dumic den Ball auf Moussa, den er dann ja ein bisschen zu unkontrolliert abschließt. Ich denke, das kann er auch besser in der Phase. Aber ich bin froh, dass er nicht das Tor gemacht hat. Sonst hätte er wahrscheinlich gelb-rot bekommen. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut. Wir haben aktuell immer noch im Spiel Phasen, wo wir noch ein bisschen passiv sind, das hat mir nicht gefallen. Das war auch beim Gegentor so, wobei man auch sagen muss, dass es hervorragend gespielt war vom SV Sandhausen. Wir wussten natürlich auch, dass wir gegen einen Gegner spielen, der auch gerade seitdem Uwe da ist, einen deutlichen Aufwind hat, enorm zweikampfstark agiert, sehr gut im Umschaltspiel ist. Und da hat die Mannschaft gerade aber auch den taktischen Plan hervorragend umgesetzt und dann sicherlich auch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Und ohne dass wir die defensive Stabilität dann auch gerade in der zweiten Halbzeit verloren haben. Wir haben so 10, 15 Minuten gehabt,
ja, wo wir dann oft auf bestimmte Spielmuster vom Gegner nicht gut reagiert haben. Wobei man auch da wieder sagen muss, dass das Sandhausen da auf der letzten Ebene auch unglaublich gut agiert und eingespielt ist. Trotzdem großes Kompliment an meine Mannschaft und ich freue mich heute für die Mannschaft, für den Verein und vor allen Dingen für die Zuschauer. Wir wollten heute ja auch so einen Heimbock umstoßen und das ist uns gelungen. Vielen Dank. Mike, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann Oskar Jandora von fupa.net. Herr Walpurgis, Sie haben es gerade schon angeschnitten. Trotz all der Freude, Moussa Kone hat eine ziemlich unnötige gelbe Karte bekommen. Werden Sie dann nochmal mit ihm drüber reden oder wird das für ihn gewisse Konsequenzen haben? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich über sein Tor. Aber wenn der weiter so trifft und dann immer das Trikot hochzieht, dann ist er bald gesperrt. Das können wir natürlich nicht gebrauchen. Also das war jetzt hoffentlich eine einmalige Aktion, denn das sind natürlich Karten, die wir nicht oder die einfach unnötig sind. Wenn man dann nochmal irgendwo einen intensiven Zweikampf hat, der immer mal passieren kann und dann wird es eine gelb-rote Karte geben. Ich glaube, dann wäre ich nicht so ruhig wie jetzt hier und da werden wir nochmal drüber sprechen, aber ansonsten ist es natürlich auch ein Spieler, der Spaß am Fußball haben muss und den hat er. Das dokumentiert er mit so einer Situation, aber ich hoffe, dass es einmalig war. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Des einen Freude, des anderen Leid. Sie haben sich heute bewusst für Barış Artık für links vorn entschieden und gegen Haris Duljević. Wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen? Ja, also Barış hat seit Wochen sehr gut trainiert und hat sich aufgedrängt. Es war überfällig, dass er seinen Einsatz bekommt. Ich habe in den letzten Wochen mich anders entschieden auf bestimmten Positionen, wo er auch sich das schon verdient hätte. Aber da muss man als Trainer natürlich auch immer wieder enge Entscheidungen treffen, die auch dann manchmal nicht so schön sind für den einen oder anderen. Aber er war immer fleißig, er hat sich weiter die Dinge erarbeitet im Training. Und deswegen war dieser Einsatz heute von Beginn an einfach schlussfolgernd. Und es freut mich vor allen Dingen, dass er auch das Tor so schön vorbereitet von Ayas Osman. Eine Nachfrage von Tom Jakob. Wird es da quasi nochmal ein Gespräch mit Haris geben die Woche? Weil der ja bestimmt, also der war zumindest anzusehen, ihm, dass er doch sehr sauer ist, also so enttäuscht war zumindest, dass er quasi gar nicht mehr die Chance hatte, auch reinzukommen, um sich vielleicht zu zeigen. Ja gut, Chancen gibt es ja für die Spieler jeden Tag im Training und jede Woche wieder im Spiel. Und wir trainieren sehr konzentriert auch jeden Tag. Und da hat jeder Spieler natürlich auch die Chance, sich jeden Tag sofort wieder in den Fokus zu spielen. Gibt es weitere Fragen zum Spiel gegen Sandhausen? Nochmal Oskar Jandora. Herr Walpurgis, wie haben Sie das Ausgleichstor von Sandhausen miterlebt? Marco Hartmann, fiel es da gerade etwas schwer, sich das zu erklären, wie das gefallen ist, obwohl er da auch sehr drinnen beteiligt war, hatte da auch Probleme, das ein bisschen zu erklären, wie schwer fällt Ihnen das oder wie können Sie sich das erklären? Ja, so wie ich es gesehen habe, haben wir in unterschiedlichen Situationen zu viel Passivität gehabt, kommen dann nicht mehr in die entscheidenden Zweikämpfe. Der Gegner spielt es dann auf der letzten Ebene gut mit dem Doppelpass. Und vor allen Dingen, Uwe hat es eben gesagt, auch mit einer Ruhe im 16-Meter-Raum, die dann schon sehr gut war. Und es war sicherlich eine der wenigen Möglichkeiten, aber die hat Sandhausen hervorragend zu Ende gespielt. Weitere Fragen? Dann bitte jetzt ein Handzeichen. Da hinten in der letzten Reihe, Patrick Franz von der Bild Dresden. Sie haben Justin Löwe heute noch das Debüt in der zweiten Liga geschenkt. Warum hatte er sich das vielleicht gerade auch verdient, noch diese Einwechslung? Wie kamen Sie zu der Entscheidung? Ja, der hat richtig geschwitzt. Ich glaube, ich muss mal auf die Laufwerte gucken, ich weiß nicht, ob er 30 oder 35 Meter hat. Aber ich glaube, der hat einen Rekord heute aufgestellt. Ich habe gehofft, dass er vielleicht noch ein bisschen spielen kann. Aber ja, für ihn freut es mich einfach, weil das ist ein Junge, der war ganz oft
nicht im Kader. Ich glaube, auch die ganze Zeit noch nicht. Und er hat immer wieder Gas gegeben und sich die Dinge erkämpft und erarbeitet. Und er war in jedem Training mit großer Motivation und Freude dabei. Und das hat er sich heute einfach verdient. Und das war einfach eine Belohnung für diesen tollen Teamgeist, den er an den Tag legt und für diese harte Arbeit, die er auch immer jede Woche einbringt in diese Mannschaft. Wenn ein Dresdner Junge den Platz betritt, dann ist das ein ganz besonderer Moment für den ganzen Verein. Tino Meyer, Sächsische Zeitung, mit der nächsten Frage. Herr Burgess, überwiegt bei Ihnen die Freude, dass dieser Heimbock endlich umgestoßen wurde, oder ärgern Sie sich doch mehr über diese Phasen nach dem Ausgleich, nach der Halbzeit, denn Sie wirken doch eher, wie soll ich sagen, ruhig, wie Sie selber schon sagten, oder auch so Disziplinlosigkeit in Moussa Kone. Sind das so Eindrücke, die vom Abend bleiben? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich riesig. Vielleicht freue ich mich auch manchmal ein bisschen zu sehr nach innen. Aber ich wusste, dass es ein extrem schweres Spiel wird, heute hier gegen Sandhausen. Und wir haben ja schon so ein bisschen auch gegen diese Heimserie gekämpft, die zuletzt jetzt mit knappen Niederlagen auch sicherlich hätte anders ausgehen können. Gegen Fürth muss man hier nicht verlieren, gegen den HSV muss man nicht verlieren. Das waren Spiele, da war mehr drin, trotzdem stehen die Ergebnisse. Und wir haben uns heute mit der Mannschaft ganz viel vorgenommen und ich bin einfach froh, dass die Zuschauer immer wieder auch in schwierigen Phasen die Mannschaft so gepusht haben und dass es einfach ein großartiges Publikum ist und dass am Ende jetzt heute hier alle glücklich nach Hause gehen, das ist im Moment die größte Belohnung. Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Sagen Sie bitte noch ein Wort zu Rico Benatelli, der für mich heute auch wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Einer, der eigentlich unauffällig oftmals spielt, aber Sie haben schon gesagt, er hat immer die meisten Kilometer auf der Uhr, auch heute wieder und heute noch dieses Traumtor dazu. Gibt es da noch irgendwas dran auszusetzen? Also heute ist ein Tag der Belohnung, das kann man sicherlich so sagen. Heute wird Rico belohnt für seinen unermüdlichen Einsatz. Er war im letzten Heimspiel gegen Erzgebirge Aue ganz dicht davor, aus einer ähnlichen Position ein Tor zu erzielen. Da hält der Torwart sehr gut und heute macht er ein ganz wichtiges Tor. Und ja, er bringt sich immer wieder in Position. Er macht noch die Kilometer, auch noch mal 1,5 Kilometer mehr als andere Spieler auf dem Platz und bringt sich dadurch heute in die Position, um das Tor zu machen. Und das sind sicherlich auch für ihn tolle Momente als Sechser. Frank Schmidt bekommt auch Kilometergeld am Mikrofon. Patrick Franz in der letzten Reihe, Bild Dresden. Es war jetzt gerade fast schon von Disziplinlosigkeit in die Rede, wenn ein Spieler ein Trikot ein bisschen hochzieht. Jetzt muss man mal fragen, ist denn diese Regel, dass Spieler zeigen, wofür sie stehen, was sie persönlich ausmacht, ist diese Regel noch eigentlich zeitgemäß und sinnvoll? Und die Frage würde ich auch direkt an beide Trainer bitte geben. Uwe, möchtest du starten? Naja, wir haben heute nur ein Tor geschossen, insofern hatten wir nur einmal die Möglichkeit, das Trikot hochzuziehen, haben das nicht gemacht. Nein, ich glaube, am Ende muss man das einfach von zwei Perspektiven sehen, ne? Also wenn jemand für etwas steht, was möglicherweise ja in jeder Form auch akzeptiert wird gesellschaftlich oder es ein rein persönlicher Gruß ist, dann könnte man möglicherweise darüber streiten. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich jede Möglichkeit eines erfolgreichen Torabschlusses nutzen kann, um alles in die Welt zu posaunen, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo sind die Grenzen? Insofern glaube ich, dass die Regel sehr, sehr klar ist und ich glaube, jeder Spieler kennt die Regel und er weiß, mit welchen Konsequenzen er möglicherweise rechnen muss. Und da hat Mike ja eben schon angesprochen, wenn der Spieler dann möglicherweise einmal zu viel dann auch irgendwo in einen harten Zweikampf geht und rausgestellt wird, dann hat er vielleicht auf der einen Seite ein ganz nettes Posting an die Welt geschickt, auf der anderen Seite seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen. Deswegen finde ich, es ist echt ein schmaler Grat. Ja, absolut. Ich habe es ja eben auch schon gesagt. Also da müssen wir schon aufpassen, dass sowas nicht so oft der Fall ist. Der Schiedsrichter hat es ja dann auch geahndet. Ich bin froh, dass jetzt nichts weiter passiert ist. Wenn Moussa irgendwann eine fünfte gelbe Karte hat, dann wird er sich wahrscheinlich am meisten darüber ärgern.
Sind noch Fragen offen? Nachfrage von Patrick Franz. Also mir ist die Regel klar und mir ist klar, dass der Spieler dann die gelbe Karte bekommt. Meine Frage ist aber wirklich ausdrücklich, ist die Regel falsch? Das muss ich jetzt dann schon nochmal deutlich sagen. Also würden Sie die Regel als, Herr Korschinert hat ja durchaus sich dazu positioniert, würden Sie die Regel eventuell auch in Erwägung ziehen, dass die eigentlich geändert werden müsste? Also ich möchte jetzt keine Podiumsdiskussion über Trikot ausziehen, hochziehen führen. Insofern, Regeln sind dazu da, um sie einzuhalten. Die gibt es im Fußball und die möchte ich jetzt auch hiermit nicht in Frage stellen. Also für mich ist das vollkommen in Ordnung. Da gibt es sicherlich andere Dinge, über die wir im Fußball mehr diskutieren müssen. Alle Fragen zum Spiel beantwortet? Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen, euch ein schönes Wochenende, unseren Gästen einen angenehmen und sicheren Heimweg und viel Erfolg für den Rest der Runde.